Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Das FBI wurde gehackt. Ist das nicht krass? Eine der Behörden, die für Sicherheit zuständig ist, wurde einfach durch eine Sicherheitslücke gehackt. Aber wir schauen uns jetzt genau an, was passiert ist, ob es wirklich so dramatisch ist, wie es sich vielleicht anhört, oder ob es nicht so dramatisch ist. Wer weiß das schon. Genau das schauen wir uns im Video an. Und ich habe heute leider nicht so viel Zeit mitgebracht. Deswegen wird das Video ziemlich kurz. Aber keine Sorge, du wirst das Wichtigste mitbekommen und bleibst wie immer aktuell. Gut, also was passiert? Die Mail-Server vom FBI wurden übernommen. Über eine veraltete Webseite, wo man sich tatsächlich auch registrieren kann, wurde es geschafft, der E-Mail-Server des FBI zu übernehmen. Besser gesagt, die Sendefunktion für die E-Mails. Und wie hat der Hacker das gemacht? Der Hacker hat ganz einfach festgestellt, dass die Seite veraltet ist und dass bei der Registrierung eine E-Mail als an den Klienten geschickt wird, also an den, der sich registriert, geschickt wird. Und das Problem hier war einfach, dass diese E-Mail-Senden nicht serverseitig passiert ist, also auf den Servern vom FBI, sondern die E-Mails wurden clientseitig gesendet, also über die Nutzer, also über die Person, die es halt nutzt. Besser gesagt über den Browser. Der hat eben diese E-Mail gesendet, die Webseite die E-Mail gesendet und nicht der Server vom FBI. Genau, das hat sich der Hacker zu Nutzen gemacht und hat einfach die Seite so modifiziert, dass er alle E-Mails senden kann. Und nochmal kurz, wieso sendet eine FBI-Webseite überhaupt E-Mails an irgendwelche Nutzer? Ganz einfach, du kennst es bestimmt, wenn du dich registrierst, bekommst du auf jeden Fall immer eine Nachricht oder zu 90% eine Nachricht. Hier, bitte klick hier drauf und die Registrierung ist abgeschlossen oder herzlichen Glückwunsch, du hast dich registriert. Genau, und so eine E-Mail wurde hier eben auch gesendet, nur eben clientseitig, so dass jeder, der weiß, wie es geht, eben diesen Dienst manipulieren kann. Und das hat der Hacker, wie gesagt, auch getan und hat ein Skript eingefügt, das an 1000 E-Mails sendet, also an 1000 E-Mails-Account, E-Mails, sogar mehr als 1000. Und ja, die E-Mail habe ich sogar vorbereitet, die ist ziemlich technisch gehalten und wir schauen die uns jetzt hier gleich mal an. Hier, ich zoome mal rein, machen wir das hier mal größer und wir sehen hier sogar die Domain, also hier fbi.gov. Gov steht für Government, falls du das nicht weißt. Genau, das schaut auf jeden Fall ziemlich echt aus, weil es natürlich auch echt ist. Also es ist eine echte E-Mail-Adresse vom FBI. Und ja, der hat eben hier ein bisschen technische Sachen geschrieben und an sämtliche Nutzer geschickt. Und er hat im Endeffekt auch nur geschrieben, hier, die sollen die Sicherheit bisschen besser machen und überprüfen, was über ihre E-Mail-Server läuft. Und ja, das vom The Dark Overlord. Ja, viele Leute, die diese E-Mail bekommen haben, werden die gar nicht verstehen, denn es ist hier schon ziemlich technisch. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, weil ich, wie gesagt, nicht so viel Zeit habe. Und ja, auf jeden Fall wollte der Hacker eigentlich nur trollen, also er wollte keinen wirklichen Schaden machen. Er wollte vielleicht auch das FBI auf ihre Sicherheitsmängel aufmerksam machen. Und ja, auf jeden Fall, wenn du so eine E-Mail bekommen hast, weißt du, sie kommt nicht wirklich vom FBI, wurde zwar über FBI-Server gesendet, aber ja, hier gibt es auch keine Sorge. Das FBI hat so darauf geantwortet, dass sie gesagt haben, ja, ihr habt nur unseren Server übernommen oder halt nur E-Mails senden können, aber ihr habt keine Daten von uns geklaut, deswegen ist es nicht so schlimm und so weiter, so nach dem Motto, ja, passt schon, danke für die Info. Und ja, natürlich wurde es gefixt inzwischen, auf jeden Fall, aber cool, cooles Thema, interessant, dass es selbst bei so Sicherheitsbehörden immer noch Mängel gibt. Und ja, jetzt bist du auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Channel und für mehr IT-Sicherheit, schau dich gerne auf meinem Channel um. Hier findest du einige Videos, die dir wahrscheinlich auch gefallen. Auch die alten sind gut, nur übrigens zur Info. Okay, ansonsten wunderschönen Tag, bleib sicher und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace.